Juhu! Juhu! It's me! Es ist 1996. Meine Freundin ist weg und bräunt sich in der Südsee. Allein? Allein? Ja, mein Budget war klein. Na fein, herein. Willkommen beim Dabeisein, Superkreuzburg. Es ist etwas, ich habe keine Ahnung. Schön, dass du die meisten nicht mehr kennen. Wen, den Song? Ja. Ja, du ja offensichtlich auch nicht. Das hat mich ein bisschen schockiert. Ich wollte eigentlich damit nur drauf hinaus, und da hast du schon recht, wir haben wieder mal etwas, was alt ist, nehme ich an. Ich weiß nicht, weil Basti möchte mir nichts verraten. Und deswegen kann ich euch gar nicht irgendwie richtig einleiten. Deswegen musste es jetzt ein Songtext von den Fanta 4 sein. Ja. Aber es geht in die richtige Zeit. Es geht in die richtige Zeit. Irgendwie, ja. Oh Gott, ich habe schon wieder ein bisschen Angst. Nee. Also, wer nicht weiß, was wir hier machen. Mein Name ist der Mats, das ist der Basti. Der Basti hat so ein Talent, möchte ich sagen, Dinge zu organisieren, von denen ich gar nicht wusste, A, dass es sie gibt und B, dass ich sie haben will. Und ich nehme an, dass sich unter diesem schwarzen Tuch auch in dieser Folge wieder etwas verbirgt, von dem ich jetzt nichts weiß, tatsächlich, ich weiß gar nichts. Und ich habe so ein bisschen Befürchtung, dass es was ganz Unterhaltsames werden könnte, möglicherweise. Vielleicht ist auch scheiße. Ich sag mal so, das, was hier drunter ist, hatten wir so noch nicht. Aber es ist ein Update zu dem, was ach, wir schon hatten. Ach du Scheiße, es ist ein Update. Oh, Updates im Konsolenbereich sind immer ganz toll. Überleg mal, was hatten wir denn, wo es noch Updates geben könnte? Hatten wir Sega mal da? Nee, Sega hatten wir nicht. Aber das Pippin hat doch keine Updates gekriegt. Nee. Das wäre da absurd. Was haben wir denn noch gehabt? Das CDI. Haha, genau. Es gab doch kein CDI-Update. Es gibt einen neuen CDI-Player. Nein. Den 450. Ich will kein CDI-Player mehr. Das sieht ja aus wie ein kleiner Sarg. Ja, herzlich willkommen zum CDI 450. Oh, der Montag. Nee, heute ist Dienstag. Oh Gott, die Woche. Oh, wo hast du denn das Ding her? Es gibt einen kleinen CDI-Player. Oh. Ja, er sieht ja mal aus wie eine richtige Konsole und nicht wie sonst. Wie eine ziemlich kleine, hässliche Konsole, oder? Ja, gut. Aber ja, du hast recht. Oh Gott, was ist denn das für ein Design? Sie hat auch nur einen Controller-Port. Ist der vorne oder hinten? Der ist vorne. Ach, da tatsächlich, ja. Und hinten ein DC-Out für, weiß nicht was. Ein DC-Out ist aber doch Netzteil, ja, einmal Ausgang. Strom raus. Für was? Keine Ahnung, 5 Volt, 50 mA, ich weiß nicht, kannst du dein Handy mitladen? Ja, dafür wird es wohl gewesen sein. Video, Audio und Strom in so eine Art, ja. Das sieht aus wie so ein Netzkabel. Ja, sieht aus wie so ein Netzwerkkabel. Ach du Scheiße, okay, was ist das? Das CDI 450. Ja. Das ist erschienen? Wahrscheinlich in der Hochphase des CDIs. Genau, in der Hochphase des CDIs, irgendwann in Mitte der 90er. Und es ist wahrscheinlich das günstigste Gerät, was man sich kaufen konnte. Heißt? 300 Mark? 400 Mark? Wie gesagt, ich bin leider nicht fündig geworden, was... Ups, jetzt habe ich es ausgemacht. Verdammt. Tja, macht nichts, weil der Anknopf, muss man auch sagen... Den habe ich aus Versehen an der Seite berührt. Der ist nämlich hier an der Seite. Den habe ich lange gesucht. Ich wollte gerade sagen, genau da baut man natürlich auch einen CDI-Netzwerkschalter hin. Okay, gut, dann macht ja nichts. Die Aufnahme wird im schlimmsten Fall jetzt einfach da mal kurz unterbrochen gewesen sein. Ich hoffe, es kommt überhaupt noch Bild an. Der CDI-Fluch. Wer nicht weiß, was das CDI-Gerät ist, wir haben eine Mini-Reihe, möchte ich fast sagen, über das Gerät und auch schon einige Spiele gemacht. Das Problem ist tatsächlich, dass da ein paar Spiele sogar noch offen waren. Gab's da noch irgendwas? Ich habe noch ein paar Spiele dabei, ja. Sagen wir es mal so. Ah, das heißt, das ist eine Art Fortsetzung. Oh, genau. Hey, gucken wir doch mal in unseren Zeitreisetresor, den der Basti elegant noch nach oben als erstes hat. Gucken wir uns natürlich die Tutorial-CD an. Ach du Scheiße. Da kannst du mal gucken, aus welchem Jahr die ist. Dann können wir genau sagen, aus welchem 1994. Jahr. Das Jahr, das ist ja, es ist 1906, also es ist 2 Jahre. Ich wollte gerade sagen, von wann ist denn der fettes Brot-Song? 1994, da habe ich meine allererste CD gekauft. Das ist ja absurd. Wir sehen hier einen Controller, einen neuen, den hatten wir auch noch nicht. Oh Gott, der ist ja braun. Der sieht nicht mehr so schön aus, aber er ist von GameStar. LMP. GameStar Limp. Kenne ich nicht, weiß nicht, was es ist. Ein Dritthersteller offensichtlich, also kein originaler. Ja, aber er funktioniert, das ist doch schon mal was. Das ist mehr wert, als man befürchten könnte. Die Tutorial Disc. Ja. Ist nicht zum Verkauf, was ist denn? Das ist eine Demo-Disc? Oh, guck mal, hier gibt es doch optionale Accessoires. Es gab, das finde ich ganz interessant, ich weiß nicht, ob man das sieht, wahrscheinlich wird man es nicht so richtig gut sehen. Aber da sind zum Beispiel so Sachen drauf, wie ein Portsplitter. Die Videocartridge haben wir ja auch schon mal besprochen, die gab es für die großen Geräte. Gibt es hier auch eine Videocartridge? Ist da direkt eine drin?
Das werden wir ausprobieren können. Wenn nicht, haben wir sehr viel Pech und können nicht zeigen. Das ist sehr schlecht. Ich möchte nur für die Leute, die wirklich noch nichts von dem CD gehört haben und jetzt völlig irritiert sind, was das denn soll und jetzt noch nicht das andere Video. Ich darf ganz kurz mal zitieren. Das Compact Disc Interactive System verleiht Ihrem Fernseher eine völlig neue Dimension. Es erfüllt alle Erwartungen, die Sie an ein innovatives Multimedia-System knüpfen. Mit nicht. Interaktiven Titeln, mit digitalem Video und hochwertiger Klangwiedergabe. Ich hab dir ja schon mal gesagt, ich habe ein Spiel entdeckt. Na. Es heißt Laser Lords. Oh, dieser Name. Hey Basti, willst du vielleicht Freitagabend bei mir vorbeikommen und meinem CDI 400.300, dem kleinen super neuen Modell, diesem interaktiven Superdings, ein bisschen Laserlord spielen? Mhm, will ich. Hättest du dann gesagt? Ja. Weil es ist... Was ist denn Laserlords? Leg die Sterngurte an, die Reise wird aufregend und spannend. Leg 1996. Und guck mal, wie viel dieses Spiel gekostet hat. Alter, Laserlords. 89,95 Mark. 89,95 Mark. 90 das ist inflationsbereinigt 4.000 Euro. 4.050 Rubel. Das spannende Weltraumabenteuer auf CDI. Wie kann man denn ein Spiel Laserlords nennen? Das Coole ist, auf diesem Controller haben wir Turbo und Auto. Ja, da passt ja vor. Dann spielen wir schön Laserlords mit Turbo. Ich glaube... Es hat wirklich keine Videokarte. Your seatbelt. Nee, dann wirst du. Ist das Werner Herzog? War das Werner Herzog? The void is in great danger, warrior. Das ist doch nicht Werner the Herzog. Star-Lord Sabaddon. Der klingt wie Werner Herzog. Cosmic law by manifesting himself nee. In the material plane. Der Matz. Boah, mein Herz, was der mal hört. Mein Herz kurz, ey. He wants to hold the void in the aber es ist so ein bisschen Werner Herzog, auch von der Filmqualität. Ja. Was ist denn das? Ist das irgendeine Puppe? Es sieht ganz schön eklig aus, oder? Also es könnte mir Albträume bereiten, wenn ich möchte. When activated, it will condense the void into the condensation crystal. The condensation. I am the Star-Lord Zendo. I have been sent from the Interzone to enlist a mortal to confront Sarpedon. My powers in the material plane are limited. I will guide your ship and give you instructions. Würdest du diesem Außerirdischen vertrauen? Was soll denn das sein? Das ist eine außerirdische Eidechse. Mit einem mittelalterlichen Kostüm. On the ninth death, I must return you. Wie spricht die Werner Herzog? Oh mein Gott! This quest is dangerous. Many have failed before you. Aber so ein bisschen Ähnlichkeit ist schon, oder? Ja, ja. Leider nicht diesen schönen Akzent. Du kannst auch von welchem Hersteller ist es denn? Now it has been lost. Englischkenntnisse, zeige ich dir Englischkenntnisse sind hilfreich übrigens. Ja, weil man sonst nichts versteht. Gets it first, he will activate the vice and the void will be destroyed. The void will be destroyed? Oh. Das ist gut. Da ist schon mehr Action als sonst. Laserlords! Laserlords! Da könnte man richtig gut Power-Metal-Song machen. Laserlords! Okay. Ja, es ist Basti, von Philips. Eben war ich ein bisschen traurig. Jetzt habe ich die Laserlords. Jetzt bin ich ein bisschen Werner Herzog als außerirdische Dinosaurier-Echse im Mittelalter-Kostüm. Oh Gott! I suggest that you begin your quest on Luxor. Find Petra, learn the Sooth Song, awaken Seb. Das ist eine Mischung aus Werner Herzog und Yoda. Oh, ja, aber aus Ungarn oder sowas. Wir sind im Orbit von Luxor. Biebst du dich drunter oder gehst du in den Hyperspace zurück? Hyperspace Computer. Ach so, na, guck mal, hier gibt's eine Demo. Nee, bitte nicht Demo drücken wieder. Wieso? War das die Demo? Immer wenn du Demo drückst, passiert irgendwas Komisches. Achtung! Das ist total weird. Das sieht aus wie ein Weltraumpenis. Jetzt kommt er wieder. How you doing, Spaceman? Oh, it sure do look like load of trouble down on Luxor. How are you doing, Spaceman? Awesome. Was war das denn? War das die Demo? Macht einfach aus, das kann nicht besser. War das jetzt die Demo?
Nee. I suggest that you begin your quest on Luxor. Find Petra. Learn the Sooth Song. Awaken Seb. Oder ist das animiert? Ich weiß nicht. Oder Alter, ist das weird. Ich finde diese Pixelgrafik da unten sieht gar nicht so schlecht aus. Ja, aber die hat ja bisher nichts damit zu tun. Was ist denn das für eine Demo gewesen? Hallo, guten Tag. Hi, Spice Man. Okay, beam down. Wollen wir uns erstmal downbeamen? Ja, bitte. Was haben wir jetzt gemacht? Hyperspace. Wir wollen aber bei Luxor anfangen, deswegen bleibt man da. Die Sterngurte anziehen. Hey, cool, du bist ein Typ in einem Jump'n'Run. Ach nee, hier geht's nicht weiter. Was ist denn das? Was? Ja, keine Kraft, um den darzustellen, während das Bild sich bewegt. Oh Gott, hey? Who are you talking to, Warrior? Okay. Ist das ein... Was habe ich denn noch? Word Tools. Pickup, oh Gott, das ist ganz furchtbar. Recite? Offer? Name? Who are you talking to, Warrior? Aha. Was ist das? Aber nichts passiert, warum? Ich bin jetzt auf dem Planeten runtergebiegt. Okay, wahrscheinlich treffen wir jetzt irgendwann eine außerirdische Person, sag ich schon. Eine außerirdische Lebensform. Huch! Bist du gerade aus dem Bild rausgehüpft? Ein bisschen. Oh, da. Ein Luxor scheint von den Ägyptern bewohnt zu sein. So. Jetzt. What's this? Another Starman! By Sisis, where is the hero promised by prophecy? Hundreds have come in quest of the seal. Bumblers and fools everyone. Okay, die Masse Figur. Ja, sieht so aus, ne? Das sieht aus wie wirklich Stop Motion gemacht. Alter, das ist ja. Only the seal will open Seb's crypt. You must kill Haker and take it to the temple. I beg you. I beg you. Do not give it to the priest. Alter, das ist ja. Es ist ja. He who built the temple and the shrine of life, son of Sisis and Koptos, shall free Luxor from strife. Es scheint richtig abzugehen. Ich kann die Antworten nachfragen, glaube ich. Ja. The fountain and garden of Sisis is hidden. Okay, es ist mehr komplexer, als ich dachte. If you discover the king, once there were gardens there, what did we grow? Ich will raus, du machst mir Angst. Ich will nur mal gucken, kann man hier eigentlich rein? Nee, da springt man übrigens. Wie springt der denn? Wie ein Frosch. Who are you talking to, Warrior? Never talk to strangers, because there could be dangers. But if they are nice strangers, they'll get down on one knee. Was? Wie meinst du denn das? Ich will's nicht wissen. Boah, diese Ladezeit ist ja der Wahnsinn. Was ist das? Warte mal. Kann ich die Eidechse ansprechen? Who are you talking to, Warrior? Pick up Eidechse? Nein. There is nothing to take here. Okay, schade. Vielleicht kann man sie boxen. Komm, mach die auf Toro hier. Nee, nicht. Komm. Halt, Alien! Speak the password or be gone! Oh, Passwort. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts, weil ich auch ein Auto gemacht habe, nicht, dass er gleich... You have no words, Warrior. Okay, ich habe... Also, das ist ja... Weg. Okay, verstehe. Also, es ist ein Weltrahmenabenteuer, wie ich schon von gesagt 92, habe. Von 92, dafür sieht es ganz gut von aus. Von 94? 92, das CDI ist von 94. Ach so, stimmt. Das ist von 1992. So, und dann kann man hier in Hyperspace... Die Musik ist wirklich gut. Die ist cool, Und dann kann man hier andere Planeten anfliegen. Ja, Argos ist eigentlich der Planet, den wir hier laut des Dings untersuchen werden, weil da eine riesige Militärbasis drauf ist. Aber wo ist denn Argos? Der erste Planet, der große Blaue. Da waren wir doch, oder nicht? Ach nee, wir sind in... Okay. Gucken, ob wir da hin können. Der große Blaue, sage ich, ist es der kleine Rote. Ja, ist aber noch... Ich weiß ja, was du gemeint hast im Subtext. Nämlich den kleinen Roten.
Yoo-hoo! Yoo-hoo! Mm-hmm. It's me! Mm-hmm. Bob! Bob! Wer macht denn sowas? Das hat sich gelohnt, die Laserlords nochmal. Wer macht denn sowas? Was? Laserlords! Auf du! Ja, die Musik ist gut. Die Musik ist echt gut. Das muss man echt sagen, hat sich gelohnt. Werde ich mir ab und zu mal in den CD-Player reinschieben. Wenn Freitagabend ist. Schön beim Putzen. Mit einem Glas Laserlords anmachen. Oh Gott. Warum? Jetzt sind wir in Griechenland, oder was? Ich hab keine Ahnung, aber... Also es ist ein bisschen so wie bei Star Trek in der alten Serie, dass sie immer so alte... Weil Aliens auftauchen, aber immer sind es Nazis oder es ist Götter alles. Aus dem Olymp. Ja, mit wem spreche ich denn wohl? Achso, Entschuldigung, warte, ich mach dir wieder das zurück, damit du besser reagieren kannst. Hallo? Your arrival has been recorded. You may not proceed without classification. We can't let undocumented aliens clutter the steps of Argopolis. Wir haben noch etwas vor uns, Mats. Ich finde total faszinierend. Ich bin wirklich fasziniert. Was ist das denn? Steh auf! Das Alien tötet dich. Man kann sich so hin. Das Geräusch ist super. Kann ich mit dem reden oder bringt er mich um? Oh Gott, jetzt habe ich Angst. How's it, brother? What you think? Katentares help a guy go home? Kann das sein, dass das irgendwann eine Serie war oder sowas? Oder, also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie für dieses Spiel diese Dinger gebaut haben. Warum ist das günstiger, als das in 3D zu modeln? Ja klar, es ist günstiger, aber der Aufwand... Hi guy, why don't you stay and talk a while? Like, where are you from? Warum, Mats? Warum spielst du weiter? Ich bin total fasziniert gerade. Oh. Also ich bin, sowas habe ich noch nicht gesehen. Das Power Rangers Ding war schon weird, aber es war halt so schlecht weird und ja, so. Ja, aber es war halt auch nicht auf dem CDI. Ja, und auch so eindeutig weird, aber das ist halt so. So, stimmt, es war halt auch nicht auf dem CD, aber das war auch nicht gut. Ja. Aber das hier ist ja so absurd, da bin ich ja völlig, also... Schön, dass du dich freust. Nee, ja, also es ist schon auch irgendwie Freude, aber es ist auch so, ich bin jetzt auch neugierig, was hier noch ist. Ich würde zumindest nochmal einen Planeten ja, bitte. Einfach nochmal... Kann ja nur lustig sein, was da für Kreaturen auf einen warten. Also hier auf der Verpackung sah noch eine Kreatur mit zwei Köpfen sehr witzig aus. Wer war denn überhaupt dieser Typ, der uns da eben, der da... Wer ist es? Das ist... Warte. Das sieht aus wie Ned Flanders. You know, when shots of Fleeton hit my ship, boom, 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 it completely altered my perspective. Okay, ja, ich meine... Ja, nee, Das, wenn du das deinem Kind schenkst und dann sitzt du da und guckst es und so. On Tecton, you must learn the four Analects of Confusion and attempt to make contact with the variable. Aber er sagt einem immerhin, was man zu tun hat auf dem Planeten und dann dreht er sich weg. Ich glaube, da spiegelt sich ein bisschen dieses Studio, wo sie es aufgenommen haben oder sowas in den... Ja, könnte sein, durchaus. Sah so komisch aus. So, ich lass mich... Oh, schade, die Musik kann man eigentlich nochmal gleich hören. Das will ich mir kurz angucken wollen und da muss ich erst noch drüber nachdenken, was ich davor... Also ich bin... Ja. Wow, Disco. Wir sind auf dem Roboterplaneten, das siehst du schon an den tollen Symbolen. Kann ich hier irgendwie rein? Ah ja. Welcome to Tecton Organic. Scan input... Humanoid Model XY3B. No Bionics. Very well. You may proceed through Prime Pyramid. Ich versuche, eine Roboterstimme nachzuhauen. Überhaupt? Hallo, ich bin ein Roboter. Du bist ein Mensch. Toll. Was ist das denn? Oh Gott, die Frame wird auch gleich so... Ich bin ein Frosch, ich bin kein Mensch. Ist das der König? I'm Prime Assembler, Autocrat of Tecton. Hey, have you come across any secret specs? Okay, Die ist echt ganz gut.
ist ganz okay auf jeden Fall. Ja, es ist halt richtige Studiomusik, ne? Es ist keine Synthie-Mucke aus einem 8-Bit-Chip. Und sie ist auch ungefähr 10 Sekunden lang. Laser Lords, das spannende Weltraumabenteuer auf CDI. Ja, gehen wir nämlich in die wunderbare Geschichtenwelt aus Schaffenau. Was? In die wunderbarste Geschichten aus Schaffenau. Ich hatte eine wunderbarste Geschichte. Das kenne ich doch. Die Auflösung, doch, die kenne ich. Oh Gott, doch. Gerade vor dem Flashback. Kennst du das Buch? Ja. Oh, schön, dass du da bist. Du bist hier im Städtchen Schaffenau bei lauter lustigen Leuten. Sie spielen mit dir lauter lustige Sachen. Ja, hallo, war der Superkreuzburg, ne? Wenn du das Spiel schon kennst, weißt du ja, dass du dir mit deinem Stern aussuchen kannst, wohin du willst. Und dann nur eine Taste zu drücken brauchst. Das war übrigens original verpackt. Das hatte derjenige, der das hatte, nie gespielt. Na, ich dachte, das packe ich jetzt aus. Jetzt ist bestimmt nicht mehr 100.000 Euro wert. Ach, egal. Ich schiebe jetzt mal meinen Stern irgendwo hin. Meinen roten Stern. Wo möchten wir denn hin, Basti? Da. Ja, in das Geschäft vielleicht. Aber es ist schon ganz gut animiert. Das ist eine Ente, die singt. Das ist mein Lieblingsspiel. Das ist ein kleines TV-Auto gewesen. Ein Bananenauto. Mit einem Affen drin. Okay. Kann ich jetzt vielleicht... Vielleicht war jetzt hier wieder auf... Nee, das war... Jetzt bist du auf den Pfeil gegangen. Und echt? Achso, ich wollte aufs Klavier gehen. Dies hier ist die breite Straße. Sie ist wirklich sehr breit. Hm. Hier passieren immer lustige Sachen. Na. Passiert nur lustige Sachen. Ich bin gespannt, was hier für lustige Sachen. Wie bei unserem Kanal. Lasst ein Abo da. Und jetzt bist du in der Kleiderboutique. Du brauchst doch sicher irgendwas. Such's dir aus. Die Auswahl ist riesengroß. Riesengroß. Oh, das war eigentlich ganz süß. Oh. Haben sie gut gemacht. Genau meine Größe. Ich glaube, rosa steht mir. Genau meine Größe, haut sie raus. Die Blumenfrau wählt sich eine Schürze aus. Such mal die rote. Die rote. Das stimmt nicht ganz. Versuch's nochmal. Die rote war's. Such mal die rote. Hallo Kinder, ich bin Polizist Eilig. Braucht ihr Hilfe? Da seid ihr gerade richtig bei mir. Ah, die Synchronisation ist das in Ordnung. Ihr setzt ihn mit der Fernbedienung in Gang. Ich mache euch das mal vor, dann wisst ihr, wie es geht. Nachher könnt ihr das Spiel ganz alleine spielen. Magst du gern malen und zeichnen? Nee. Die Schaffenauer kaufen alles, was sie dafür brauchen, in ihrer Kunsthandlung. Echt? Nicht bei Amazon? Da kannst du mal sehen, wie alt das Spiel ist. Kunstmaler Bunte malt von allen... Nee. Ah, mit einem... So einen Pinsel hätte ich auch gern. Ganz schnell geht das. Ganz schnell. Wer kommt als nächster dran? Ja, wer kommt als nächster dran? Die malen immer was Lustiges. Okay, also da muss ich sagen, klar, das ist an die Technik gebunden und wahrscheinlich deswegen aus heutiger Sicht nicht mehr, aber das scheint erstmal so, also ganz unterhaltsam zu sein für Kinder. Ja, wenn es jetzt noch ungefähr dreimal so schnell laufen würde, dann... So, das ist die Geschichte. Ich komme über die Laserlords, es ist wirklich... Who shot Johnny Rock? Was ist das denn? Johnny Rock wurde erschossen? Oh nein! Oh Gott, da würde ich ja drauf tippen, dass das wieder irgendein Abenteuer-Dings ist, mit dem wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Ja, von wann ist das? 95. Also, oh, 95 ist geil. Da haben sie wahrscheinlich schon ein bisschen mehr aus dem System rausgeholt als ja. Bei Laser Lords. Aber waren die technisch identisch wahrscheinlich, ne? Wie technisch? Naja, also das kleine Gerät mit dem großen Gerät. Da gibt es keinen Unterschied. Okay. Das ist schon. Außer das Professional. Keine naja, und halt, dass da die Karte wahrscheinlich da nicht drin ist. Ja, vielleicht mehr Speicher und das. Crap Disk? Das werden wir jetzt rausfinden. Ich war sehr lucky, bis ich mit Johnny Rock met. Und jetzt hat jemand ihn sogar von mir weggenommen. Die Cops haben den File auf diesem one, und das ist, warum ich dich brauche. Ich weiß, es war eine der vier Diseases, die den Hammer auf meinen Mann legte. Mumps ist der Name. Was ist es? Schon mal sehr aufwendig gedreht. Ja. Two-timer, a double-crosser. I don't know who shot him.
Why don't you ask that grease monkey, Cox? Ah, wir haben keine Gun. Aber egal, machen wir mit Remote. Was haben wir denn? Remote. Mit der Gun wäre das, glaube ich, jetzt, wow. Wenn jemand zufällig eine Gun haben sollte... Und behaltet sie, wir wollen sie nicht. CRT-Monitor. Wir haben ja keine bitte Spiele davor. Sie da, wo ihr habt. Sie ist bestimmt was wert und bitte, nein. Oh, es ist wirklich... Schieß sie, los! Ich hab... What? Someone shot my boyfriend, Johnny ja, Rock. Ja, ich war vielleicht gerade. Wer ist denn da draußen am Fenster? Johnny Rock. He was a singer. He always wanted to be on aber es ist besser gemacht als... And that night somebody made his wish come true. When I got to Johnny Rock, I found 246 Schuss übrigens. Das ist gut. Und 2000 Dollar. Johnny, are you there? Johnny, what's the lucky number? Johnny. Johnny and I, you can call me Red. We were going to be married. Johnny had the goods on somebody. Wenn da nicht Rosen drin sind. I want you to find them. I asked if she was followed. Was hat denn der für ein Büro, wo alle 30 Sekunden einer reinkommt? Ja, das ist ein echt Kackbüro, muss man echt sagen. Da kommt noch rein! Ach, das sind meine Leben wahrscheinlich. Was? Da hat er irgendwie der Gerichtsmediziner die Kugel aus seinem. Nail the rat that did this. Sie sitzt da ganz überall schon Leichen rumliegen müssen. Du bist doch bestimmt selber schuld. Was bin ich? Sie. Nee, ich habe der hat gerade gesprochen. Ja. Kann ich die aufschießen? Musst du die schießen, um weiterzukommen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wo gehen wir denn hin? In die Garage? Wo erschießen wir denn zuerst Leute? Schon im Pool, oder? Ich glaube, da ist eine Videocartridge drin, würde ich jetzt mal behaupten. Im Pool? Hier. Ach so, ja, ich auch. Oh. Keine 3 Sekunden da. Wie schon als so eine Leute. Oh, habe ich jetzt irgendwie. Ach so, man darf eben alle schießen. Aua. Den Kopf geschossen, ich gehe. Na? I walked into a room of sharks. Schon Film-Noir-mäßig, nur ohne Noir. Und ohne so richtig Film. Ich finde ja verräterisch, auf dem Cover ist die Dame in Rot mit einem Maschinengewehr abgebildet. Also wer hat ihn wohl erschossen? Die Dame in Rot? Ja, pass auf, jetzt geht's ab. Da. Die einfach nicht reagiert. Cheese. You remind me of Swiss cheese. Schweizer Käse. Jetzt tot? There are too many suspicious thugs hanging around the office. You better not come back here anymore. Schön ins Büro und dann wieder erschießen lassen. Es ist ja, also das finde ich irgendwie ganz schon wieder ganz unterhaltsam. Mal kurz ins Casino gucken. Ja, mal gucken. Ich verstehe mir noch nicht so richtig, wann ich. Also. Au! Wenn's rot ist, treffe ich wahrscheinlich, ne? Ja, das hatten wir ja schon mal bei diesem anderen Western. Ich glaube auch, die Hälfte der Titel besteht aus solchen. Ja, es ist ein Full-Motion-Lightgun-Titel. Bietet sich ja auch das an. Es macht sich in der Arcade auch besonders gut. Und dann mit dem Versprechen zu Hause das zu machen. Oh-oh. Was ist denn jetzt? Bombe! Oh yeah. Also wir ziehen morden, plündern durch die Stadt und erschießen Dinge. Okay. Gut, ne? Es hat aber einen gewissen unterhaltsamen Wert, ist aber nicht spielbar. Schade eigentlich. Schade. Space Ace? Ja, es sieht so aus wie Dragon Slayer. Oh! Es ist aber eine andere Geschichte. Aber es ist vom gleichen Studio. Ja, ich denke auch. So wie ich das sehe. Es sieht genauso gezeichnet aus. Sowas finde ich ja ganz spannend. Mann, Basti, wo hast du die denn her? Ist das ein Paket gewesen, dass die einzeln kauft? Ja. Okay.
Da war halt der Player dabei. Ich würde aber eigentlich die Discs haben, die dabei waren. Ja, naja, wahrscheinlich sind die... Oh, da ist ja noch eins Original eingepackt. Ja. Da kommen wir aber gleich zu. Erstmal Space Ace. Space Ace, Defender of Justice, Truth and the Planet Earth. Ace is being attacked by the evil Commander Borf. Hold your fire. Who is that creep? Borf. Earthlings must surrender to me. No way, Borf, old buddy. Oh! Ah, I've been hit. By the Infanto Ray. Earthlings must surrender to me. Struggle with Dexter to regain his manhood. Schön, dass das so eine Art Trailer ist. Ja, aber war ja beim anderen auch so, ne? Das ja. Quasi das Spiel einmal im Vorschau. Come on, Kimberly, let's go. I've been hit. Be valiant, Space Warrior. The fate of Earth is in your hands. Das klingt wie, als hätte sich jemand so ein ganz komisches Format ausgedacht für irgendwas. So. Oh ja, es ist genauso wie. Also, man muss. Eigentlich müsste es ja wieder an der entsprechenden. Geht das schon wieder los? Das ist unfassbar. Und sich quasi wieder merken, was man machen muss. Man muss halt sehr schnell reagieren. Ja. Aber jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, was ich falsch gemacht habe. Nee, ich habe auch nicht gesehen, wo du hindrücken solltest. Okay. Aber das Spiel lässt einem auch nicht viel Zeit jetzt, ne? Das ist so. Das ist. Das war wie beim letzten Mal. Das war. Wir haben 4 oder 5. Und es dreht sich jetzt schon, das noch ein bisschen länger zu spielen, damit du weißt, wie es. Ja, geht. Einfach nur ein bisschen weiter zu gucken. Ich will noch einen Versuch machen. Ja, mach mal einen darfst du noch. Ah, das ist halt schade, weil, weißt du, wenn das ein bisschen besser gebalanced wäre. Ja. Du hast halt eine halbe Sekunde, um zu reagieren. Und entweder hast du dann schon gedrückt oder du drückst gar nicht mehr. Ich bin beleidigt. Was soll denn das, Space Ace? Aber es sieht ganz nett aus. Ist hier eine Komplettlösung da drin? Also. Deutsch, Seite 8. Tada, Mats. Yay. Ja, komm, Space Ace, my Ace. Märchenzauber. Original verpackt. Das willst du jetzt auspacken, bist du sicher? Ja, klar. Komm. Aber Basti, willst du nicht zumindest einmal gucken, ob es da nicht jemanden gibt, der sagt, ich brauche das auf Original verpackt für 500 Euro? Diese Zellophanschicht kann ich ihm nochmal rummachen. Ah, okay, gut, alles klar. Gut. Nein, so. Weil da steht halt 59,90 drauf. Ja. Funkdäuble. Ob es den Laden noch gibt? Nee. Bitte meldet euch, wenn ihr zufällig Verwandte von was mal aufgekriegt nicht. Wie groß die Dinger waren. Story Machine Märchenzauber. Sicher, dass wir... Oh Gott. Oh, jeder liebt Geschichten mit schönen Feen, stolzen Prinzessinnen und hinterhältigen Bösewichten, die an fantastische Schauplätze agieren. Vielleicht das auch nicht auf. Das finde ich aber jetzt gerade spannender als Space Ace. Also das Ding hier auspacken. Und das muss man erstmal schaffen. Ich gehe nochmal auf die Option, was der Player macht. Naja, wahrscheinlich nicht so viel. So, also, wir kommen hier zum allerersten und einzigen YouTube-Video bei YouTube, wo tatsächlich CDI-Spiele das allererste Mal ausgepackt werden. Wir spielen also Unboxing Story Machine Märchenzauber. Das hat zerkratzt es nicht, die war noch original verpackt. Ja, die war mal original verpackt. Mint Condition, daher machst du sie wieder kaputt. Die Mint Condition. Wie meine 100 Euro Zelda ist. Oh Gott! Das ist, von das ist ja genauso! Das war die Macher von Laserlord. Warum muss man eigentlich das Essen das eh so groß machen? Oh Jesus. Da wissen wir wohl. Das ist von denselben. Ja, ist Laserlord. Es ist, ja, Herrgott, die haben so ein Knetmasse gehabt und haben gesagt, dann machen wir. Hallo! Wenn du wissen möchtest, wie man die Story-Maschine benutzt, bewege den Stern auf das Fragezeichen und drücke auf eine Taste deiner Fernbedienung. Story-Maschine ist ein Spiel mit vielen Figuren, Liedern und Szenen, mit denen du deine eigenen Geschichten machen kannst. Klingt gut. Das ist wieder Dragon Ball Z. Die 6 Kästchen am unteren Rand des Bildschirms bilden die Auswahlliste. Also wir können jetzt erstmal ein Hintergrundbild aussuchen. Ein Bild haben wir schon, oder? So, das ist ein Hintergrund. Okay, das ist das erste Bild. Okay, so, dann gehen wir auf Figuren. Da können wir uns jemanden aussuchen. Dann nehmen wir die pixelige Fee, die finde ich schon ganz lustig. Dann nehmen wir die. Okay, haben wir.
Das ist nämlich die Superkreuzburg-Fee. So. Also. Die Fee und die will einen Apfel essen. Die, das ist eine Orange. So, da fliegt sie jetzt so hin. Und dann? Was machen wir dann? Dann gibt es aber ein Schwert, was auf sie zufliegt. Warte mal. Aber machen wir Drachenmusik dazu, damit es ein bisschen spannender wird. Das ganze Video, ne? So muss ich dann auch wieder zwei noch? Ja. War jetzt nicht so. Mach mal eine andere Musik. Die Frage ist jetzt gerade, ob ich hier quasi so eine Art Animat... Achso, warte mal. Jetzt müsste ich ja eigentlich, wenn ich jetzt Bild mache... Noch ein Bild. Moment. Wenn ich jetzt Werkzeug mache und das Bild kopiere, sind wir jetzt bei Bild 2. Ja, jetzt könntest und dann gehe ich hier rein. Und mach sie weiter hier. So. Ja, und dann dauert es ungefähr eine Framerate von 0,1 Bild pro Sekunde. Ja. Und dann... Toll, dankeschön. Kannst, dreh das nochmal, du kannst es doch drehen. Stimmt, ich kann es ja drehen. Oh. Oh. Oh, das kann ich auch drehen. Ja, das sieht schon mehr aus. Ja. Also ein kaputtes Schwert. Ach so, jetzt ja genau, wir wollen ja so eins, ne? Na klar. So, zack. So. Und dann mal so. Und dann gehen wir auf Werkzeug. Bild kopieren. Bild kopieren. Hier wieder zurück. Dann nehmen wir das. Und unten machst du einen kleinen. Kannst du noch eine Figur reinsetzen? Ja. So, das kleine Mädchen da, was sich freut. Die fehlt schon. Warte mal, vielleicht haben wir noch. Oh. Yay. Weglauf. Aber warte mal, die können wir einbauen. Weil. Sie fliegt in der. Ja, hat besser geworfen. Sie hat das Ding geworfen. So. Okay. Vielleicht könnte man eine Textanimation. Mhm. Ja. Animation. Mhm. Aber es erhöht die Spannung extrem. Bist gespannt, was wohl jetzt passiert? Ja. Was ist das für ein silbernes Ding? Ist das vielleicht ein Schlittschuh? Nein, es ist ein Messer von einer kleinen Frau. Ich hasse Feen. Laffe. Müssen wir eigentlich noch einblenden. Lass uns einmal einen Text einblenden. Ja, unbedingt. Ich möchte da, warte mal, mal jetzt. Bild kopieren. Mm. Ah. So, und jetzt? Dahin? Ja, ja. Okay. Nee, war doch gut. Ja. Also, Annemarie, die Fee, wollte vom Baum naschen. Der Baum mit den Orangenäpfeln. Die sie aber eigentlich anfassen darf. Und dann war sie aber kurz davor. Und wollte gerade mit ihren Feen grabbeln an die Orange ran. Da kam ein silbernes Vögelchen geflogen. Ein silbernes Vögelchen kam geflogen. Und sie freute sich, wie nun, schönes glitzerte in der Sonne. Na nun, dachte Annemarie. Das aber merkwürdig. Aber na gut. Lass mal ein Auge drauf werfen. Ja, so. Kapfang machte das Ding. Als ihr Herr Bärbel mit dem Schwert den Schädel spalt. Tada! Und die Orangen waren gerettet. Danke, Bärbel. Danke, Basti. Sehr schön. Wenn ihr dieses Märchen weiterhin verfolgen möchtet, kauft euch einfach selber CD und baut uns eure schönsten Annemarie-Geschichten, die euch einfallen. Vielleicht gibt es einen Emulator, mit dem man das machen kann. Ja, das ist wahrscheinlich sogar besser als auf dem Original-CD. Unfassbar. Aber wenn ich ein Kind hätte, würde ich auch sagen, lass das jetzt mal. So, und jetzt spielen wir noch eine Runde Schiffe versenken. Ja, natürlich, spielen wir jetzt noch eine schöne Runde Schiffe versenken. Aber die kleine Fee und der Löwe gingen zurück in den Wald und lebten glücklich. Ihr steht wirklich glücklich.
Ja, glücklich. Bis ans Lebensende. Oh, sie lebten glücklich. Boah, ich weiß nicht, ob das Leute sehen, die so schreien. Boah, ich weiß nicht. Ich sehe schon ein neues T-Shirt. Glücklich bis an mein Lebensende. Oh Mann, mal ganz ehrlich, wie kann man denn so... Und dann unten drunter steht halt noch Schreibe, Geschichten und Dialoge. Glücklich bis ans Lebensende. Oh Gott. Untermalt von dieser wunderbaren Marinemusik. Oh, was ist das denn jetzt? Glücklich. Schön versenken, wa? Oh, guck mal, mit kleinen Kriegsfilmchen. Schön. Player 1. Hast du jetzt deine Dinger gesetzt? Musst du erstmal deployen. Ach ja, genau. Du darfst nicht hingucken. Ach, Entschuldigung. Player 2. Die haben vor allen Dingen... Warte, ich guck mir auch mal das an. Ja. So. Darf ich? Jetzt ist Player 1. Bin ich das? Nee, du bist Player 1. Wo ist denn die Hülle? Da steht sie, ja, Battleship. Da gab es einen sehr guten Film. Gott, wie dieser Controller quietscht. Warum ist das denn so laut? Was muss ich machen? Ich glaube, du musst warten, bis das Filmchen da unten vorbei ist. Ach Quatsch, hör auf. Nee, wirklich, muss ich wirklich. Ja, musst du wirklich. Battleship. Schiffe versenken mit der US Navy. Ah, oh, ins Wasser. Da hast du nichts getroffen. Nee. Erwecken Sie mit diesem spannenden interaktiven Programm das Player bekannte 2. Marinespiel zum Leben und werden Sie Kommandant einer Flotte von 5 Schiffen. Also, wie ich Basti kenne, hat er die alle hier oben links. Auch oh, schade. Strategie. Strategie. Ich bin ein Stratege. Alter, übertreib mal nicht. Weißt du, früher hat man dann einfach die Schiffe umgesteckt. Sag, ja, nee, da war nichts. Da war nichts. Ich habe auch gar keine gesteckt manchmal. Da! Ja. Ah! Nein! Hilfe! Nee, ich bin normal dran, oder nicht? Nee, nee. Ja! Der macht fast so viel Spaß wie der Film. Juhu! Juhu! Da habe ich die jetzt einen nach unten gesetzt oder habe ich vielleicht einen nach oben gesetzt? So wie du hier einfach hin. Ich weiß gar nicht, ob man die drehen konnte. Ich habe sie nicht gedreht. Ja, vielleicht hast du einfach zwei nebeneinander gepackt. Hast du nicht. Ey, so doof bin ich ja nicht. Nee. Das ist ja absurd, zwei nebeneinander. So, pass auf, Was? Hast du die gedreht? Man kann die drehen? Arschloch! Sagt er mir nicht. Du bist bestimmt da drüber gegangen. Das glaube ich nicht. Das wäre ganz schön absurd. Nein, warum? Tja, ich habe keine Ahnung, wo meine Schiffe sind. Ich könnte die auch nicht mehr suchen. So, dann bin ich bestimmt nach links gegangen hier. Ist krass, dass man nicht sieht, welches Schiff getroffen wurde. Nee, das stimmt. Aber es scheint ein größeres zu sein. Das muss ja jetzt sein. Ja, denkst du. Wahrscheinlich in die andere Richtung. Ja. Na gut, immerhin. Gleichstand. Das Quietschen ist toll. Mhm. So, habe ich jetzt mal eins versenkt? Das klingt so. Nee. Ist das dein großer, da? Dein Triple-Dingser-Träger? Da muss ich dich ja schon versenkt haben. Nee. Du hast sie alle hochkantig gestellt. Ja, weil ich wusste, dass ich sie drehen kann. Möglicherweise. Ich habe nur den einen Knopf probiert. Tja, da darfst du dich von deinem was auch immer Schiff verabschieden. Boah, ich hätte nicht gedacht, dass Schiffe versenken mit Animation und so langweilig sein kann. Ja, das ist vor allem echt Marineschiffen. Habe ich jetzt mal was versenkt oder was? Mann, erinnerst du dich damals Krieg? Ja, das war richtig schlecht. Hm? Warum musst du gleich meinen größten Flugzeugträger versenken? Ja, guck mal, wie er da untergeht. Glücklich. Glücklich geht er unter. Jetzt ist er wahrscheinlich ganz nach oben gebaut. Krass, viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen haben die da. Ja, stimmt. Alle. Ja, geht dahin. Da. Nee, ist noch nicht fertig. Ist noch nicht fertig. Muss ein größeres Boot ja, sein. Muss überhaupt nicht. Mann, das kann dauern. Ja. Die, naja. Warte.
Und du sagst, naja, ruf ich doch mal hier. Das wäre ja absurd, Basti. Oh nein. Na gut. Absurd, Simon. Bist du wieder voll auf deinem Gang? Da ja. Aha! Oh, ho, ho, ho. Ah, jetzt fängst du wieder an hier mit deiner punktuellen Rasterfahndung, hätte ich fast gesagt. Sag mal, wie hast du das denn quergelegt, du Spielverderber? Wenn ihr das Endergebnis sehen wollt, müsst ihr Patreon gehen. Noch ist Gleichstand. Nee, noch führst du. Naja, nee, von der Anzahl der Treffer sind wir gleich auf. Jetzt führst du, glaube ich. Vielleicht. Jetzt ist natürlich die große Frage. Ja, ist dein großes Boot? Die Riesenfrage ist da. Oh, du hast echt Glück. Aber was habe ich jetzt was versenkt? Ja, ich habe irgendwas versenkt. Das. Die es Chancen auch, ja, sind nicht schlecht. Ich würde sagen, es ist ein Vierer oder ein Fünfer. Nee. Das daneben oder was? Ich bin auch ein bisschen gespannt. Geht er down. Das führt er ein bisschen. Naja, nee. Ja, doch. Glaube ich auch noch. Bisher hat er alle quergelegt, der Simmat. Oh! Bist du schon versenkt? Ja, das war das Zweier. Aber wieso wird mir denn das Zweier da nicht angezeigt? Das ist doch da. Wo? Na, weg. Keine. Ja, aber ich dachte da links. Ach nee, das sind die. Hä? Du bist Player 1. Ach so, du bist Player 1 und du hast noch zwei Dreier? Ah, jetzt hast du aber einen Lauf. Also ich meine, du musst doch jetzt, hast doch nicht mehr so viele Möglichkeiten. Da geht's hin. So, guck mal, jetzt bei Player 2 sind jetzt noch. Okay. Scheiße, jetzt wird's eng. Das war mein Lieblingsschiff. Ja, na klar. Das habe ich sehr gemocht. Geht das gerade? Nee, es geht nicht unter. Es ist also aus, als würde es hochkommen. Es wird jetzt ein U-Boot. Puff, puff, puff. Wieder ins Weiße. Oh, jetzt wird es zeitlich eng. Schon, komm schon. Na gut, da muss ja einer gewesen sein. Ja, jetzt die Frage, darüber oder darunter? Tja. Schade, es hat gut angefangen. Jetzt bin ich nur noch neugierig, wo es ist. Wehe, es wird nicht angezeigt. Player 1 has narrowly escaped disaster. Da unten war's. Wenn nicht, du siehst es ja in der Aufnahme. Es wird wirklich nicht angezeigt! Ah, Ficker! Das war also dann unser überraschendes zweites Special zum CDI Mini, nenne ich es jetzt einfach mal. Es ist eins von fünf Videos. Eins von fünf Videos mittlerweile und wir haben wieder mal eine bunte Auswahl an hervorragenden Spielen gesehen. Wenn ihr unbedingt noch irgendwas sehen möchtet, müsst ihr euch die Konsole leider selber kaufen. Bis dahin, auf Wiedersehen. Oder ich finde noch ein paar Sachen. Oh Gott, macht's gut. Tschüss. Mmh.